Gefühlt konzentrieren sich die Entwickler bei The Sims 4 derzeit am meisten auf die kleinen Sets, dem mit 5 Euro günstigsten DLC-Typ für The Sims 4. In diesem Set-Ranking möchte ich alle von diesen in eine Reihenfolge bringen und für euch von 1 bis 6 bewerten. Leute, es gibt verdammt viele Sets für The Sims 4, 13 um genau zu sein. Und wenn wir das jetzt mal gegenrechnen wollen, wie lange wir für die gleiche Menge an Accessoire-Packs gebraucht haben, ist es ganz schön erstaunlich. Das erste Set haben wir im Jahr 2021 bekommen, um genau zu sein im März. Das ist jetzt schon fast 1,5 Jahre her und für die gleiche Menge an Accessoire-Packs haben wir jetzt fast 4 Jahre gebraucht, was dann doch nochmal eine ganze Ecke mehr ist. Wie ihr schon seht, habe ich hier alle Symbole von allen Sets, die es für The Sims 4 gibt, hier mir einmal zusammengesucht und hier so eine kleine Übersicht erstellt, in der ich die jetzt einfach mal einordnen möchte. Es ist ganz einfach, meine Skala ist hier jetzt einfach mal so in Schulnoten untergliedert, also von einer 1 bis zu einer 6. Mal gucken, was für Packs bei mir so auf dem Hall of Shame Platz landen, bin ich selber mal gespannt. Ich habe mir jetzt im Vorhinein gar nicht so viele Gedanken gemacht, aber ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem Retro Fit und Chic Set. Die Plätze, die ich jetzt hier anordne, sind natürlich nicht immer alle direkt final. Deswegen würde ich sagen, ich schieb mal direkt das Retro Fit und Chic Set hier mal so auf eine solide 4. Also ehrlich gesagt muss ich einfach zugeben, dass ich dieses Set eigentlich gar nicht so schlecht fand, aber die Objekte halt wirklich nicht meinen Stil wirklich so treffen. Ich finde, wir brauchen auch nicht wirklich Sportklamotten in The Sims 4. Es gibt bestimmt Leute, die mit ihren Sims super viel Sport machen, aber ich muss zugeben, ich bin leider in echt jetzt nicht so der krasse Sportfreak. Und auch bei den Sims, meine Sims sind gefühlt nie in Sportklamotten. Deswegen, ja, ich weiß auch nicht. Dann diesen 80er-Stil finde ich an sich sehr cool, aber die Sportklamotten, weiß ich jetzt nicht. Gefallen mir einfach nicht so gut. Wir machen direkt weiter, das Landhausküche-Set. Schafft es bei mir tatsächlich dann doch mal eine ganze Ecke weiter nach oben. Da muss ich das Landhausküche-Set tatsächlich auf diesen Platz hier legen. Ganz ehrlich, die Landhausküche-Objekte haben auf jeden Fall was. Die sind teilweise wirklich sehr schick. Ich mochte den Stil eigentlich ganz gerne. Und auch sonst, ich finde, Küchenmöbel kann man nie genug haben. Jetzt nicht auf der 1, einfach aus dem Grund, weil es dann doch noch ein bisschen ein cooleres Set gab, meiner Meinung nach, was wir gleich noch sehen werden. Aber auch ansonsten, ja, es hätte vielleicht noch mal eine Ecke mehr Möbel sein können, weil es sogar Sets gab, die vergleichsweise auch noch ein paar mehr Objekte haben. Aber das war schon an sich nicht schlecht. Dann wären wir auch schon beim Hausputz-Set, was bei mir tatsächlich doch auf dem ersten Platz landet. Ich droppe es jetzt einfach mal. Wir haben hier direkt schon den ersten Platz. Ihr werdet jetzt vielleicht ein bisschen überrascht sein, weil Hausputz ja jetzt eigentlich an sich nicht so eine krasse Sache ist. Aber ich muss sagen, bei diesem Pack hat sich dieses Set, dieser Set-Rahmen, in dem sich dieses Pack einfach befindet, wirklich sehr gut angefühlt. Diese Thematik Staubputzen, finde ich, hat in so ein kleines Pack perfekt reingepasst. Auch gerade dadurch, dass wir sogar zwei Bestreben damit dazu bekommen haben, was ich gar nicht gedacht hätte. Also für so ein kleines Pack, wir haben zwar keine neuen Objekte bekommen, aber dann diese verschiedenen Staubsauger. Es steckt da wirklich so ein kleines System dahinter. Da hätten jetzt natürlich noch so ein paar mehr kleinere Objekte reinkommen können, aber ich muss sagen, so doof wie es klingt, aber als dieses Set veröffentlicht wurde, war ich tatsächlich überrascht, wie viel in einem 5-Euro-Inhalt drin steckt. Das hatte für mich dann einfach wirklich sogar so eine Accessoire-Pack-Größe, so waschtagmäßig das Gameplay-System, bloß dann halt in ein halb so teures Pack reingequetscht. Ja, neue Objekte wären ganz cool gewesen, aber ich finde, bei diesem Gameplay-Set hat man einfach gesehen, was für Möglichkeiten die Entwickler da mit den Sets haben. Aber man muss jetzt leider natürlich sagen, dass die Entwickler in letzter Zeit nicht so viele Gameplay-Sets bereitstellen. Naja, ganz ehrlich, was heißt so viel? Wir haben noch kein einziges anderes Gameplay-Set bekommen, was ich tatsächlich sehr schade finde. Da hoffe ich einfach mal, dass die Entwickler da noch ein bisschen nachlegen. Wir machen direkt weiter mit dem Innenhof-Oasis-Set. Das würde ich sagen, landet bei mir
hier eigentlich so ja, auf Platz 3. Das ist natürlich hier alles eine sehr subjektive Geschichte, muss ich natürlich zugeben. Und jetzt so rein aus dem Bauchgefühl muss ich sagen, dass die Objekteauswahl mir ganz gut gefallen hat. Aber ich weiß noch, dass ich zum Beispiel auch bei meinem Review dann tatsächlich angemerkt habe, dass ich da die Objekteauswahl ein bisschen doof fand, aus dem Grund, weil man irgendwie mit diesem Set gar nicht so richtig ein ganzes Haus einrichten kann bei den Sims in diesem Stil. Ich finde, das Set ja wirkte einfach so, es sollten so für alles ein paar Objekte dabei sein, aber wenn man dann so ein Haus erstellt hat, klar, von außen, dann sind drei Fenster dabei, da kann man natürlich das Haus von außen in diesem Stil gestalten, aber so von den Möbeln hat mir da dann ein bisschen was gefehlt. Der Stil hat jetzt auch nicht so zu 100% meinen persönlichen Geschmack getroffen, auch wenn die Objekte natürlich in sich sehr passend waren. Der Stil war auf jeden Fall außergewöhnlich, aber ich persönlich mag diesen Stil jetzt einfach nicht so mega arg. Ist ja auch gar nicht schlimm, das Set ist ja trotzdem nicht schlecht. Und ich finde, eine 3 ist doch auch solide. Ich kann mich auf jeden Fall gut erinnern, dass ich in der Schulzeit mich das ein oder andere Mal sehr über eine 3 gefreut habe. Also würde ich sagen, ist dieser Platz hier doch auch tatsächlich, glaube ich, ganz gut. Wir machen weiter. Das Industrieloft-Set landet bei mir tatsächlich ebenfalls auf dem 3. Platz. Ich muss sagen, eigentlich, ich habe gar nicht so richtig irgendwas auszusetzen. Aber für mich persönlich haben sich die Objekte einfach sehr so angefühlt wie die aus dem Basisspiel. Da gab es Objekte, die sehr ähnlich aussahen. Natürlich jetzt nicht 1:1, sie war nicht nachgemacht, aber dieser Stil war sehr ähnlich. Und deswegen habe ich dieses Set auch tatsächlich beim Bauen nicht so oft benutzt. Die Objekte waren, wie gesagt, eigentlich ganz schick. Ich kann es jetzt auch gar nicht so richtig begründen, aber so für mich weiß ich nicht. Das ist jetzt hier einfach so eine reine Bauchsache. Also ich glaube, hätte ich diesen Vergleich zu den anderen Sets hier nicht, hätte ich es wahrscheinlich auch noch höher gerankt. Aber einfach dadurch, dass wir diesen Stil gefühlt schon mal so hatten, ja, ist es bei mir jetzt auf Platz 3 gelandet. Das Inchen-Style-Set, sehr interessant meiner Meinung nach. Da waren auf jeden Fall ganz gute Sachen dabei. Ja, da war natürlich diese Thematik, dass die Entwickler sehr damit gespielt haben, dass es ja Objekte sind, die am Flughafen von Seoul, einem koreanischen Flughafen, sehr viel getragen werden. Ich habe diesen Zusammenhang nicht verstanden. Ah, es ist tatsächlich irgendwie auch wieder so ein bisschen schwierig. Ich tendiere gerade zu Platz 2 oder 3 aus dem Grund, weil die Objekte, finde ich, was sehr Individuelles hatten, was sehr Einheitliches auf jeden Fall. Diese sehr lineare und cleane Linie hat mir da eigentlich ganz gut gefallen. Ich glaube, da muss ich nachher vielleicht nochmal feinjustieren, je nachdem, was ich jetzt hier noch so für andere Packs in den Vergleich bringe. Ich muss sagen, den Stil würde ich jetzt persönlich überhaupt nicht anziehen, aber da waren schon sehr viele coole Sachen dabei. Neue indisch angehauchte Objekte gab es auf jeden Fall ebenfalls mit dem Fashion Street Set, welches ich tatsächlich eigentlich gar nicht so schlecht fand. Aber der Stil hat jetzt auch nicht so zu 100% meinen persönlichen Geschmack treffen können. Das ist natürlich immer so eine Sache. Die Sets haben alle wirklich immer was sehr Individuelles. Man merkt es ja auch hier so ein bisschen vom Thema. Da ist immer irgendwas manchmal sehr Freakiges dabei, manchmal was sehr Standardmäßiges. Das ist sehr unterschiedlich. Und ich würde fast dieses Set ebenfalls auf den 4. Platz packen. So richtige Scheiß-Sets hatten wir jetzt tatsächlich noch nicht. Die kommen, kleiner Spoiler hier an der Stelle, für mich persönlich zumindest gleich noch. Aber bevor wir zu den etwas schlechteren, etwas schwächeren Sets kommen, erstmal mein absolutes Mitlieblingsset kommt ebenfalls auf den 1. Platz. Ganz ehrlich, Leute, ihr kennt es. Ihr seid im Baumodus. Ihr wisst nicht mehr, was ihr in diese eine Ecke, die so leer aussieht und dieses ganze Wohnzimmer gar nicht mal so gut aussehen lässt, machen sollt. Und dann ballert ihr da einfach eine Pflanze rein. Das ist ganz einfach. Das Prinzip ist ganz, ganz easy zu verstehen. Die Pflanze füllt sehr gut Lücken. Und ich muss sagen, da war ich doch dann ganz froh, dass wir dann tatsächlich mal ein richtiges Set nur mit Pflanzen bekommen haben. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir sowas in Sims 4 mal bekommen. Aber ich muss sagen, es gibt gar nicht so viel hier an der Stelle anzumerken. Das Set ist einfach cool. Die Idee ist gut, gut umgesetzt. Waren ein paar coole Pflanzen mit dabei. Top. Gerne wieder. Auch gerade, dass es da mal so ein paar Hängepflanzen, die von der Decke hingen, gab, fand ich auf jeden Fall ganz cool. Das weiß ich noch. Und Pflanzen für die Wand auch sehr gut.
Also es war nicht nur so, dass die Entwickler da, sagen wir mal, das Mindeste abgeliefert haben und da einfach ein paar Pflanzen zum auf den Boden stellen oder auf den Tisch stellen reingepackt haben, sondern sich da tatsächlich sogar so ein paar kleine, ganz gute Ideen gemacht haben, kann man nicht sagen. So, jetzt müssen wir leider den Platzhirsch unter den etwas niedrigeren Plätzen ansprechen. Das moderne Männermodeset, finde ich, hat seinem Namen überhaupt nicht alle Ehre gemacht. Wir fangen mal mit dem Positiven an. Ich fand es auf jeden Fall sehr mutig und sehr cool, dass die Entwickler da so ein bisschen die Geschlechtergrenzen, sage ich mal, von den Klamotten aufgewichen haben. Es gab da so ein paar Röcke, auch für Männer, fand ich auf jeden Fall irgendwie ganz cool. War auf jeden Fall eine ganz nice Idee. Aber zum Schlechten, ich weiß nicht, ich habe gerade ja auf dem zweiten Bildschirm nochmal die Screenshots vom Pack offen. Und ich muss sagen, das gibt mir totale Mittelalter-Vibes. Ich weiß auch nicht. Also gerade diesen Screenshot, den ich euch gerade eingeblendet habe, ich weiß auch nicht. Also das sieht für mich einfach so ein bisschen merkwürdig aus. Da diese komische Decke, die da so über seinen Oberkörper drüber geworfen ist, wahrscheinlich ist das schon irgendwie schick. Das könnte man bestimmt auch für 1000 Euro verkaufen, bin ich mir ganz sicher. Aber mein Geschmack trifft es leider nicht. Und damit landet dieses Set. Ja, wir wollen jetzt mal nicht ganz gemein sein, also es ist kein Totalausfall. Es gibt nämlich eine sehr coole Lederjacke, sonst wäre es jetzt hier vielleicht nochmal eins weiter runtergerutscht. Ich packe es jetzt hier mal so hin. Mal gucken, ob sich das gleich noch ändert, genauso wie mit diesem Kandidaten hier. Und weiter geht's mit dem Karnevals-Tweetwear-Set. Leider bei mir auch eher kritisch. Also ich muss sagen, an sich, die Objekte haben was. Ja, sie haben was, jetzt nichts unbedingt Schönes. Es sind einfach Objekte für den Ersteller 1 Sim-Modus. Sehr, 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 sehr bunt. Ich würde sagen, den hier so, hier auf dem 5. Wir haben ja jetzt hier noch nichts direkt auf dem 5. Ich denke, das trifft es für mich persönlich eigentlich ganz gut. Also, ja, ich muss sagen, das ist mir dann doch eine Ecke zu knallig. Also ich habe gerne, ihr kennt das aus meinen Videos, ich habe gerne auch, wenn Objekte ein bestimmtes Thema haben, auch gerne noch neutrale Varianten. Die waren hier jetzt eher weniger gegeben. Das ist natürlich auch völlig passend zum Set-Titel, da kann man ja nichts sagen. Also wenn es danach geht, wäre es auf dem 1. Platz. Aber ich muss sagen, nee, ist jetzt einfach nicht so ganz mein Fall. Ich denke, hier ist es ganz gut aufgehoben. Das maximalistische Wohnstil-Set mit 9 Objekten, auch wieder sehr bunt. Ich habe das Gefühl, da hatten die Entwickler so ihre fancy, bunte Strähne. So, wo positionieren wir dich denn? Die 1 auf jeden Fall nicht. 2 finde ich auch noch zu hoch. 3 weiß ich jetzt auch nicht so ganz. Es ist schwierig. Also ich muss sagen, ich bin ja eigentlich ein Fan von ein bisschen bunteren Sachen, aber da waren mir einfach zu viele Muster drin. Also, ja, es waren schon noch ganz coole Objekte dabei. Ich tendiere hier fast so zur goldenen Mitte. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Wir packen es jetzt einfach mal hier hin. Am Ende müssen wir vielleicht nochmal Sachen umwerfen. Jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen und ich muss leider zugeben, das kleine Camper-Set ist für... Nein, natürlich nicht. Nein, nein, nein. Leute, nehmt den Finger vom Dislike-Button. Keine Sorge, also ich muss sagen, das kleine Camper-Set war meiner Meinung nach doch schon ziemlich gut. Die Entwickler haben, glaube ich, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich die Sims 3 Lebensfreude ganz viel gespielt. So wirkt es zumindest so ein bisschen. Sie haben einfach sehr viele Objekte für Kinder einfach reingebracht, die jetzt auch gar nicht unbedingt wirklich klassische Kindermöbel in dem Sinne sind. Es wirkt so ein Set mit so einfach so selbstgebastelten Sachen, die so Kinder irgendwie gemacht haben könnten. Leider natürlich alles nicht interaktiv, außer die Leinwand. Wenn man das Heimkino-Accessoire-Pack und die Jahreszeiten-Erweiterung nicht besitzt, ist es auf jeden Fall ein sehr guter Inhalt, weil man da sehr viel Gameplay tatsächlich dazu bekommt. Auch ansonsten das Einzige, was man jetzt vielleicht negativ anmerken könnte, auch wenn es jetzt vielleicht so ein bisschen konstruiert ist für manche, aber ja, die Objekte passen jetzt nicht so zu 100% zusammen, ist aber, finde ich, auch gar nicht schlimm. Es sind ja einfach trotzdem süße Kinderobjekte, da kann man nichts sagen. Ich glaube, der 2. Platz trifft es da für mich eigentlich ganz gut. Und als letztes das Mode zum Verlieben-Set, in das ich tatsächlich, glaube ich, am allerwenigsten von allen Sets reingeguckt habe bisher, muss ich zugeben. Ist schwierig. Also wenn wir jetzt rein davon ausgehen,
dass ich die Objekte eigentlich ganz cool finde und ganz schick finde. Es sind ja sehr viele, ja, sagen wir mal, ein bisschen so Ausgehklamotten mit drin. Steckt ja auch schon so ein bisschen im Namen offensichtlich. Aber ja, auf der anderen Seite muss ich halt sagen, da ist jetzt halt nichts, was mich krass umhaut. Und das Problem ist auch, die Objekte sind zwar an sich schick, aber wenn man andere Packs hat, hat man diese Objekte gefühlt auch schon so im Spiel. Deswegen, ja, also auf jeden Fall, wir befinden uns immer noch so auf dem Treppchen, hier so auf Platz 1 bis 3. Aber ich glaube tatsächlich, hier ist es, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Nee, ehrlich gesagt, dafür sind mir die Objekte dann einfach so ein bisschen zu standardmäßig, was sie ja auch sein sollen. Es ist ja auch nichts Schlimmes, aber ich persönlich hätte sie wahrscheinlich einfach höher gerankt, wenn da jetzt noch ein bisschen was Ausgefalleneres mit drin gewesen wäre. Oder was heißt, nicht mal unbedingt ausgefallen, aber so Sachen, die wir jetzt noch nicht so in der Art im Spiel hatten. Ist jetzt natürlich auch Meckern auf hohem Niveau, aber ich denke, dieser Platz trifft es ganz gut. Jetzt haben wir alle von unseren Icons tatsächlich verteilt. Jetzt müssen wir, glaube ich, trotzdem aber nochmal hier neu anordnen. Mir gefallen diese hier eigentlich noch alle ganz gut. Und dafür stinkt das maximalistische Wohnstil-Set, glaube ich, dann doch für mich nochmal eine Ecke mehr ab. Ich glaube, wir müssen es hier leider auf den vierten Platz switchen. So, ich glaube, damit wäre meine, ja, Platzierung tatsächlich final. Wir haben hier gar nicht mal so krass viele schlechte Sets. Hätte ich jetzt natürlich mehr gedacht, dass da ein paar mehr schlechte dabei sind, so aus dem Bauchgefühl raus. Ehrlich gesagt, in letzter Zeit, mir geht's da wahrscheinlich so ein bisschen wie euch. In letzter Zeit nerven mich die Sets auch ganz schön. Also es kommen einfach viel zu viele und ich weiß auch nicht so. Ja, also wären es jetzt von mir aus Gameplay-Sets, könnte man nochmal drüber reden, wenn es dann einfach ganz coole Ideen in so einem kleinen Format sind, wo es dann auch so von der Größe reinpasst, wäre das gut. Ja, aber ich weiß auch nicht, also so viele Klamotten und so viele Baumodus-Objekte kann ja gefühlt niemand benutzen. Ich fand es jetzt auf jeden Fall mal sehr witzig, hier so alle Sets mal so ein bisschen einzuordnen, zu kategorisieren, das so ein bisschen zu vergleichen. Habe ich ja auch schon mit allen anderen Pack-Typen gemacht. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von meinem Ranking denkt. Das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Ich glaube, da ist tatsächlich der ein oder andere Platz dabei, der hier nicht ganz so gut wegkommt. Bin ich auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.